Ich bin ja sehr dankbar, dass ich so viele Menschen um mich herum habe, die was mich so gut kennen und schätzen, ja, und auch gerne beraten. Und in Wolfgang gefällt mein Stefan Haas kocht Logo. Das hast du jedes Mal, wenn du ein Video von mir öffnest, siehst. Nicht. So hat er mir erst Nachricht geschrieben, dass er mir gerne dieses Logo machen möchte, weil ihm das einfach nicht gefällt. Ja? Das heißt, ich bin deswegen da, damit ich ein neues Logo kriege. Ja? Ein Stefan Haas kocht Logo. Ja? Okay. Und das Ganze möchte er gleich in Verbindung mit meinem Geschäft, das ich eröffnen werde, kombinieren. Und damit das Ganze dann so ein Corporate Identity Ding bekommt, ja, schauen wir jetzt zusammen auf und lassen uns beraten. Beziehungsweise zeige ich dir jetzt, was da rauskommt. Einen wunderschönen Hallo, der ist ja aus Christi. Ich bin der Stefan Haas, ich bin der Dreihaubenkoch, komme aus dem wunderschönen Ausseerland und ich zeige dir heute beim Wolfgang Menschern, den Grafiker meines Vertrauens, wie mein neues Stefan Haas kocht Logo, das ab 2024 in allen meinen Clips zu sehen ist, entsteht. Und wenn dich interessiert, was da dahinter steckt, dann schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich würde sagen, let's go. Du wirst auch erfahren, welchen tiefen Hintergrund dieses ganze Thema hat. Ja? Ich gewähre dir Einblick in meine tiefste Gefühlwelt und durch welchen Schmerz dieses Logo entstanden ist. Okay? Da gibt es einen Zusammenhang, der ist, ich sag, kann auch nicht zu viel sagen. Schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, wird super spannend. Gell? Ich finde, er trifft meinen Charakter sehr, sehr gut in dem, was er macht. Ja, er ist ein total fetziger Kerl, totaler Künstlertyp. Und mir gefällt sein Stil, weil er ist auf der einen Seite sehr geradlinig, sehr präzise, sehr effizient und auf der anderen Seite verspielt. So kindlich fast ein bisschen. Das liebe ich, das bin ich auch, glaube ich. Ja. Wenn du meine Sendungen verfolgst, wenn du mich als Person ein bisschen kennengelernt hast, dann wirst du feststellen, dass das sicher stimmt. Ein Logo ist wichtig, ein Logo ist entscheidend. Ein Logo sagt sehr viel über dich aus. Ein Logo sagt, ob du ein chaotischer Typ bist, ein strukturierter Typ bist. Ein Logo gibt dir Identität. Es gibt also für mich nichts Wichtigeres als wie ein Logo. Ja, je einfacher, je schlichter das ist, je effizienter das ankommt, je weniger du das erklären musst, was auf dem Logo steht, wurscht, ob das so klein ist oder so groß ist, desto besser ist es. Ja? Jede Werbung, die du erklären musst, ist die falsche Werbung. Deswegen ist es so wichtig, dass du Menschen kennst, die verstehen, wer du bist. Ja? Ein KI-generiertes Logo ist nett, aber so diese Story, dieses Feeling dahinter, das ist etwas, das kann dir nur ein Mensch, der weiß, wie du tickst, mit Empathie geben. Der Wolfgang ist so einer. Der Wolfgang kennt mich schon so lange und mit Wolfgang telefoniere ich im Vorfeld kurz und erkläre ihm, um was es geht und dann bekomme ich das. Ja? Also dieses Stefan Haas Kocht-Logo, das du siehst, das ist tatsächlich entsprungen, weil er mich als Mensch kennt und verstanden hat. Ja. Wenn du also auf einer ähnlichen Reise unterwegs bist, dass du gerade sagst, okay, du möchtest dir eine Identität verpassen im Netz, als Firma, als Dienstleister, wie auch immer, dann ist der erste Weg, bevor du irgendetwas anderes machst, dass du dir ein schönes Logo, das deinen Stil, deinen Charakter beschreibst, erstellen lässt. Ja. Schau her. Da sitzt er drin. So, angekommen in Gäusern, da sitzt da der Wolfgang. Wir sind eh schon ein paar Mal da gewesen, du hast ihn vielleicht eh schon kennengelernt. Das ist der Wolfgang Menschern. Der Wolfgang ist seit, was haben wir gerade geredet, seit 2009. Seit 2009 macht der Wolfgang sämtliche Logos für mich. Und ich habe es beim Oma vorhin schon gesagt, das, was ich an Wolfgang so schätze, ist, dass er den Stil
der mir gefällt, der einerseits verspielt ist, andererseits aber sehr geradlinig und effizient ist, sehr gut trifft. Und das ist was, was mir sehr gut gefällt. Der Grund, warum ich da bin, ist ja, weil er mein selbst kreiertes... No. Also es ist ja, das Stefanhaus kocht, ist ja von Wolfgang. Wobei das kocht auf der Seite, das ist in blau, ich spüre das einmal kurz ein. Das habe ich selber mit meinem Finger am iPad dazu gemalt. Und dass ein professioneller Illustrator das nicht so gefällt, ist eigentlich relativ klar. Ja. Und ich habe im Zuge meiner Sendung, meiner ersten Stefan Haas kocht on Tour Sendung, wo ich ja verkündet habe, alles neu und neues Format, das Angebot für einmal halten, dass ich ein Logo für einen kriege. Das sieht dann im besten Fall sogar mit dem Feindein-Logo. Yeah. Wie sagt man? Das zusammenpasst. Das zusammenpasst, genau, ja. Und deswegen sind wir da, ja. Jetzt schauen wir mal kurz an, wie es macht, beziehungsweise seine Skizzen vielleicht, und dann quatschen wir noch ein bisschen. Das Ganze passiert, es startet immer so, oder? Ja, nein, ja. Passieren wird es mal so, dass ich mir das anschaue und sage, uha. Okay, ja. Aber da lang nichts noch, das, gell? Körperliche Schmerzen. Okay. Dann denke ich mir, okay, was kann man anders machen, was kann man besser machen und was kann man machen, dass zum anderen Zeug dazu passt. Mhm. Ja, tada, das passiert auf meiner Handschrift, das Ganze. Aha. Machst du das mit mir? Ich dachte, ob deine Handschrift, meine Handschrift? Ja, ja. Für jeden ein bisschen was. Ganz normal analog mit einem Filzstift oder mit einem Pinselstift in deinem Fall. Okay. Damit man ein bisschen ein Leben reinbringt. Und wie kriegst du das dann da? Mit dem iPad. Aha, okay. Da, du kennst das Ding. Ja, ein Pinsel, der Zwarer sogar, ja. Natürlich. Der funktioniert. Das heißt, du machst das dann nur mal, baust das ab oder? Ich fotografiere mir das an. Okay. Und übertrage es dann aha in Procreate, meinem Lieblingsprogramm. Procreate habe ich auch, ja, da mache ich die Kärtchen. Das ist einfacher wie es von Adobe gibt es das. Hast du das einmal probiert? Es kann mehr. Kann schon mehr? Und es ist einfacher. Es ist so einfach, gell? Ich bin zwar Adobe abhängig, weil ich leider da im Abo-Modus mitfahren muss. Ja, ja, ja. Aber zeichenmäßig kommt bei Procreate nichts zu. Mhm. Für mich jetzt, weil, ja, ja, weil ich einfach viele verschiedene Sachen verwende, von Aquarell bis Pinselstrich. Aha. Das finde ich natürlich jetzt dann sehr wieder nicht. Egal. Das okay, Fotografie, ja, malst dann noch, dann kommt es in den Rechner. Du meinst das Foto quasi am. Ich muss das jetzt, also du meinst das Foto quasi am Stift noch. Du machst zwei Ebenen wahrscheinlich, oder? Genau. Aha. Das macht Sinn, ja. Können wir hier einfach mal das Bild. Mhm. So, dann suche ich mal das schönste Kocht aus. Mhm. Dann werden wir da einfach das Ganze ein bisschen ausblenden, eine Ebene drüberlegen. Das ist ja. Dann suche ich mir einen Stift aus, der dann passen könnte. Das war dann eh so was Pinseliges. Mhm. Zu klein. Ja. Zu groß. Mhm. Cool. Ja, super. Du hast die Ebene drunter weg und oft hast du quasi den. Dann tue ich die Ebene weg und dann habe ich das. Wow. So einfach kann es sein, ja. Ja, aber wie hast du das vorher gemacht vom iPad? Nur analog. Nur analog, ja. Dann habe ich es einfach eingescannt. Ja. Und in Illustrator in Pfade umgewandelt. Ja. Schön ausgerichtet noch. Mhm. Und druckfähig gemacht einfach. Super. Okay, und du arbeitest mit Illustrator und Photoshop, InDesign. Okay, ja. Wie schaut denn so ein Alltag bei dir aus, wenn du da jetzt in der Früh kommst und oder kommst du überhaupt in der Früh? Selbstverständlich. Wann geht's los? Um 8 Uhr normalerweise. 8 Uhr in der Früh? Okay. Manchmal fange ich ja früher an, das sage ich aber nicht, weil da ruft dann keiner an, da habe ich mal Ruhe und ist eigentlich lustigerweise am produktivsten. Ja. Ist aber erst mit der Zeit gekommen. Früher habe ich in der Nacht gearbeitet, jetzt arbeite ich lieber in der Früh. Okay.
Okay. Dann komme ich in der Früh, dann schaue ich mal, was ich mir so alles vornehme für einen Tag. Mhm. Schreibe mir einen Zettel auf, dann ruft der erste an und dann wird alles wieder ganz anders. Ja, das ist ja ich zum Beispiel. Standard-Situation, ja. Ich brauche das, wann? Wann? Mittag war geschickt. Ja, da, danke. Okay. Ja, dann umschichten der Aufträge. Nein. Du, und wie lange machst du das schon jetzt? Selbstständig seit 2002. 2002, mhm. 22 Jahre. Woher hast du? Studiert. Okay. Grafikdesign? Ja, an der Grafischen in Wien, Grafikdesign. Okay. Und dann noch ein bisschen Lehramt im Mozarteum. Wow, okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ich bin dann nicht Lehrer geworden, weil dann war eine Kinderüberraschung. Ja, okay. Dann haben wir Geld gebraucht. Ja. Und dann habe ich in Ischl in einer Druckerei angefangen. Aha. Okay. Das vergessen wir gleich wieder. Das. Ja. Es ist so schwierig, einen gescheiten Chef finden. Ja. Und dann hast du selber gemacht. Dann eben seit 2002 selbstständig. Okay. Mit allen möglichen Achterbahnfahrten. Unglaublich. Und das, wie viel der Büro ist das jetzt? Weil man fängt jetzt wahrscheinlich daheim an. Ich habe es daheim probiert, das geht gar nicht. Mangels Selbstdisziplin. Und Störfaktoren. Jetzt nicht besser gemacht. Nein. Aber wenn man selber kein Plätzchen einfällt, irgendwer ist das. Ja, genau, ja. Wir haben uns aber da schon kennengelernt, glaube ich, gell? Nein. Da war ich noch beim Konzern. Das ist schon richtig lang aus. Da war ich noch. Ich glaube, wir haben uns gar nie im Büro gesehen. Die ersten zwei Logos, spür das ein. Das ist das vom Gasthaus, Restaurant zum Restaurant Lebzelt, da hat es geheißen. Spür da jetzt ein. Und das zweite Logo ist Golfplatz. Das heißt, das habe ich dir erzählt in der anderen Sendung schon, also Stefan Haas. Restaurant am Golfplatz. Siehst du da kurz das Logo, das ist auch vom Wolfgang. Ja, jetzt hat es 10 Jahre lang quasi Auszeit gegeben im Angestelltenverhältnis und jetzt geht es wieder voll los mit Feindein und Stefan Haas kocht und das machen wir jetzt. Ja. Wie das Logo ausschaut, zeige ich dir gleich. Was ist eigentlich das Schönste an unserer Zusammenarbeit? Es ist immer mit gutem Essen verbunden. Eigentlich. Ah, okay. Ja. Da bin ich leider anfällig. Okay. Du willst auch keine 0815 Sachen, sondern Sachen, die zu dir passen, die dich repräsentieren, was du wohlfühlst und die lustig sind. Was heißt lustig? Ja. Die einen halt widerspiegeln. Ja. Ja, ich glaube, dass uns das beide gut trifft, weil dir liegt ja das auch. Also wenn ich von dir jetzt, keine Ahnung, was geht denn gar nicht, sagen wir so, Prospekt brauche mit überdruckte, ohne irgendwelche. Ja, ja, mache ich schon, ist aber nicht lustig. Ja, gehört halt dazu, gell? Ja. Okay. Ja, super! So, jetzt spanne ich dich nicht mehr länger auf die Folter. Du bekommst jetzt von mir das Logo zu sehen und ich bin gespannt, ob es dir gefällt. Und zwar, so schaut's aus. Und? Ich finde das voll geil. Was sagst du dazu? Schreib mir's am besten ins Kommentarfeld. Es gibt Parallelen. Ich spiele dir das Feindein-Logo auch ein. Ja? Du siehst, es gibt Parallelen dazu. Deswegen finde ich den Wolfgang so genial. Ja? Dieser gelbe Ball, also erstens, dieser Schneebesen, das ist etwas, was der Wolfgang für mich entworfen hat. Das gibt seit 2009, diesen Schneebesen. Da sind einmal die alten Logos von mir. Ja, so, jetzt das neue nochmal. Dieser Schneebesen ist so ein Stück Identität von mir geworden, durch den Wolfgang. Diese Farbe Gelb und der Kreis, der hat einen Sinn. Und zwar, 2023 hatte ich ein kurzes emotionales Tief, ja. Es gab so eine Zeit, da ist der Matteo auf die Welt gekommen und mir ist so der Alltag um die Ohren geflogen. Ja. Vielleicht erinnerst du dich, ich war 3 Wochen zu Hause und hatte einen Teil dieser Zeit Panikattacken. Mein Coach, die Lara, hat mich in dieser Zeit betreut. Ja. Und ich musste der Lara beschreiben, wie ich mich fühle. Und da ging es um einen Schmerz, den ich gefühlt habe. Da ging es um etwas, was mich irgendwie runtergezogen hat. Und das habe ich als blauen Mantel beschrieben. Ja. Jetzt warte mal, jetzt kommt es aber erst. Und dann hat sie mich gefragt, schöne Dinge oder was Positives oder was Gutes, wie würde ich das im Gegenzug beschreiben? Ja, wenn das eine der blaue Mantel ist, dann habe ich spontan gesagt, als gelben Punkt, ein großer gelber Punkt, so wie die Sonne, die aufgeht. Moment, und jetzt kommt's. Dieser blaue Mantel, den habe ich an einer Stelle gelassen, wo er jetzt immer noch steht. Ja? Der ist nicht mehr bei mir, den blauen Mantel habe ich abgelegt. Kraft
bedeutet für mich die Farbe Gelb und ein Punkt. Das ist wie die Sonne. Ja? Das habe ich in mein Logo implementieren lassen. Deswegen ist dieser Schneebesen in diesem gelben Punkt drinnen, verstehst? Und deswegen ist Gelb jetzt auch eine Farbe geworden, die mich so begleiten wird in Zukunft, weil sie mir Glück bringt, weil sie mir Kraft gibt und weil ich, wenn ich sie sehe, mich einfach gut fühle. Gewaltig, ha? Jetzt schaust. Somit hast du verstanden oder somit weißt du jetzt, warum ich dieses Logo habe, welchen tiefen Hintergrund es verbirgt und warum dieses Logo in meiner direkten Zukunft omnipräsent sein wird. Wieder zu Hause angekommen, sage ich danke fürs Zuschauen. Es hat mir wahnsinnig frei gemacht, dass ich dir das heute sagen habe dürfen, dass ich so offen reden habe können mit dir. Das tut mir wahnsinnig gut. Ja. Danke fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn du das Video teilst, weiterempfiehlst oder sogar mal ein Like da lässt oder ein Abo da lässt, wenn du das nicht schon da hast. Gell. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habe die Ehre. Servus. Ciao.